trinken. Allmann. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Boah, der brezelt. Heidewitzka, ey. Mein lieber Scholli. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Mein lieber Schwan. Bratan. Prost. Das ist, glaube ich, ungesund. So, Bruderherz, du hast 3 Wünsche frei. Was willst du haben? Ferrari, Rolex, eine Prinzessin bumsen? Also ich glaube, ich würde erstmal eine Pro- und Kontraliste machen. Und ich frage mich auch, wieso sind es genau 3 Wünsche? Also ist das irgendwie staatlich reglementiert oder kann man da nochmal nachverhandeln? Oh, fuck. Ein Allmann. Du Schatz, ich habe da mal eine Frage. Hm? Mit wie vielen Frauen hast du nochmal geschlafen gehabt? Kommst du jetzt auf diese Frage? Ich habe letztens mit irgendjemandem darüber geredet und bei dir waren es 2, ne? 2, so wie ich dir gesagt habe. 100%. Sicher? 100%, ja. Du kannst mir erzählen, ich werde nicht darauf, als es mehr waren, ehrlich. Ich habe dir eine Sache nicht gesagt, okay? Mhm. Aber es waren 3, ja. Also hast du mich angelogen? Nein, ich konnte das nicht sagen, das ist einfach passiert damals. Aber, hör zu, wir waren nicht zusammen, deswegen, also ist doch scheißegal. Ist aber du hattest Sex mit ihr. Ja. Und hast es mir verheimlicht und mich auch noch angelogen. Was soll ich jetzt machen? Wie, was soll ich machen? Mir es direkt sagen? Du bist sauer auf mich, Mann. Ganz ehrlich, so schlecht wie du im Bett bist, kannst du auch nur mit 3 Frauen Sex gehabt haben. Ey, Jungs, was geht? Entschuldigung, hier sind vielleicht auch noch Frauen im Raum. Misogynes Arschloch, frag ihn, was mit den anderen Gendern ist. Ja, genau. Was ist eigentlich mit den anderen Gendern? Willst du die jetzt auch diskriminieren? Okay, sorry. Sag mir bitte, dass ich mich verhört habe. Hat er gerade Englisch gesprochen? Hat er, Arschloch. Was fällt dir ein, die Sprache meines Herkunftslandes zu sprechen und sie damit in den Dreck zu ziehen? Ich bin so getriggert. Leute, er guckt. Pui. Er guckt. Vergewaltigung. Genau. Oh mein Gott. Blasphemie. Echt traurig. Wie kannst du es wagen zu sagen, dass was traurig ist? Du hattest schon mal eine Depression. Das fällt mir gerade echt schwer. Bodyshaming? Ja, mega. Nigga, habt ihr das gehört? Leck mich. Ich wurde gerade sexuell belästigt. Wie kann sie das jetzt daraus machen? War sie ausgezogen mit seinen Blicken? Oh mein Gott. Hilfe! Hilfe! Darf ich jetzt hier gar nichts mehr sagen? Natürlich hat jeder das Recht auf seine eigene Meinung und seine eigene Sicht auf Dinge. Solange sie sich mit meiner Meinung deckt. Hey Mädchen! Wie geht's? Auch gut. Komm mal kurz her. Hast du Bock, heute Abend was zu machen? Kann man machen? Pizzerz wegen meinem Führerschein, oder was? Richtiger Golddicker! Erwischt! Ha! Fotze! Blatt. Jetzt zieh deine Jacke aus. Ich bin schon dabei. Mach schneller. Ich muss kurz telefonieren. Du hast 2 Minuten. Oh, René, nee, kein Bock drauf. Junge, René. Ach, hi, René. Bro, ey, meine Freundin ist voll der Psycho. Aha. Ey, die ist verrückt. Ich wusste, die ist verrückt im Kopf. Hilf mir mal bitte. Sie wollte gerade meine Jacke, obwohl sie eine Jacke hat. Ah, und sie hat deine Jacke. Aha. Und sie wollte mich schlagen. Aha. Ey, okay, Bruder, ich muss los. Mein Freund hat Stress schon. 2 Minuten, egal, wir sehen uns. Ah, bin wieder da. Mit wem hast du telefoniert? Mit einem Freund. Ich hasse alle deine Freunde. Ja, aber da kommt doch sogar gerade ein Kollege. Was geht? Hi. War ein cooler Auftritt, ne? Alles fit. Ey, René, sie ist doch gar nicht so mies drauf. Haut rein. Ach, ich bin also mies drauf? Bereit? Bereit geboren. Let the show begin. Das ist hier ein Monster. Woher kennst du seinen Namen? Ich liebe es, afrikanische Wurzeln zu haben. Die Ausstattung. Realität. Bist du bereit? Nicht wirklich. Warum muss ich denn als erstes blank ziehen? Ist spannender. Erst du, dann ich. Na gut. Hast du die Hose schon runtergezogen? Ja. Ach da, wow, der ist interessant. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so gut ausgestattet, aber es geht ja darum, dass man sich auf menschlicher Basis gut versteht, ne?
Da sind die afrikanischen Wurzeln wir nicht so durchgekommen. Was hast du gesagt? Nichts. Digga, gleich kommen drei Mädels und drei. Das heißt, wir haben die drei aus. Digga, bist du Biel? Ich weiß auch gar nicht, was er mit denen machen soll. Ich bin nicht aufgeregt. Todesarbeit. Ich freue mich immer. Hey, geht's euch gut? Ja, euch? Alles super. Was ist los? Ja, und was habt ihr jetzt so gemacht? Können wir losfahren? Ist doch egal, dann fahren wir. Habt ihr das Wetter genossen? Ja, es ist hier richtig warm. Es ist übertrieben warm. Fahr doch bitte einfach. Ich hab keinen Fenster auf und losfahren. Was? Ich hab keinen Führerschein. Ist gerade ernst? Was machen wir hier? Ich dachte, wir können ein bisschen Zeit hier verbringen. Müssen wir nicht gleich aussteigen? Aber du bleibst ja hier, ne? Dass wir uns irgendwie können ja noch ein bisschen. Ich hab schon mal vergessen, ich was. Du gehst jetzt auch, oder? Spielen zwei Äthiopier verstecken. Versteckt sich der eine hinter einem Besen, sagt der andere irgendwann, komm raus, du fette Sau, ich seh dich. Unterhalten sich zwei Freunde, sagt der eine zum anderen, ey, meine Scheidung hat mich doppelt so viel gekostet wie meine Hochzeit. Sagt der andere, na und? Da fährst du auch doppelt so viel Freude daran. Hey, Bro. Ice Bucket Challenge. No. Do it. No. Do it. Bro, Ice Bucket Challenge. Fuck off. Hey René, Ice Bucket Challenge. Hey Bro, Ice Bucket Challenge. Yo, Bro, what's up? Pizder zu bleiben. Niemand hier in Compton glaubt mir, dass ich afrikanische Wurzeln habe. Wenn ich in Italien bin, behaupte ich immer, ich bin Luigi. In Türkei sage ich immer, ich bin Mehmet. Lass mir nur den Oberlippenbart. Außer in Deutschland, da ist nicht cool, Deutscher zu sein. Da muss man komplementär sein. Wir hatten einen Markus Schmidt in der Klasse. Nichts Schlimmes gemacht. Markus Schmidt wurde gemobbt, nur weil er Deutscher ist. Dann hat er behauptet, der ist ein Viertel Holländer. Pizder, ein Viertel Holländer. Bratan, das ist kein Ausländer, das ist auch Deutscher. Aber dann habe ich überlegt, Digga, überleg doch mal Deutschland ohne Deutsche. Wir würden immer noch in der Steinzeit leben. Pizder, statt Adidas Hose hätte ich einfach Blatt vor dem Sack. Oder Bücher. Goethe, Schiller, Slavik. Statt Schulbücher hätten wir Steintafeln. Braturas, ich habe draußen 2 Tonnen Stein für jeden einen. Wir meißen jetzt ein Vokabeltest. Pizderz. Überleg doch mal, Digga, Deutschland ohne deutsche Sprache. Blatt, wir hätten 3 Worte. Tschüss, Blatt, Amonakoim. Pizderz, Blatt, wie soll man sich so verständigen? Wir müssen wieder zurück zur Gebärdensprache, Blatt. Wie in Indien. Aber Digga, was ich eigentlich sagen wollte, ist doch scheißegal, welche Nationalität man ist. Wenn du zu mir nach Hause kommst und ich teile mein Brot mit dir, das ist doch scheißegal, Blatt, was für Nationalität du bist, was für Nationalität ich bin, Blatt, der Boche. Ah! Und wenn du dann barfuß nach Hause gehst, heißt es nicht unbedingt, dass Slavik dir die Schuhe geklaut hat. Es kann auch Slavic mit polnischen Wurzeln gewesen sein. Ha! Slavik kann ich mal abbeißen? Ja. Danke. Bist du behindert oder was? Ist das dein Ernst? Bastard, hol das Stück raus, Mann! Was bist du für ein Freund, du Wichser? Spuck das jetzt aus! Spuck aus, Mann! Das rennt ein Hase durch den Wald, ja? Warte doch. Rennt ein Hase durch den Wald, ja? Sieht einen Hundehaufen, steckt seinen Finger rein und riecht. Bäh! Hundekacke. Gott sei Dank bin ich nicht reingetreten. Sagt eine Schmarotzerfliege zu einer Eintagsfliege, ich gebe dir morgen dein Geld wieder.
ein Typ geht zur Polizei, ja, und will seine Frau als vermisst melden. Ja. Sagt er zum Polizist, ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Meine Frau ist weg. Sagt der Polizist, wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Sagt der Typ, vor einem Monat. Sagt der Polizist, entsetzt. Was, da kommen Sie erst jetzt? Sagt der Typ, ich habe nichts mehr zum Anziehen.